Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir wollen in dieser Folge versuchen, irgendwie den letzten Aussichtspunkt freizuschalten. Erstmal zu erreichen. Und das hat ja beim letzten Mal, als wir hier waren, nicht so gut funktioniert. Hier ist erstmal noch eine Truhe. Die nehmen wir mal mit. Und dann müssen wir jetzt irgendwie... Kommen wir hier hoch? Das sind wieder Anti-Ezio-Kletterfenster. Nehme ich halt die Leiter. Ist mir halt leicht. So. Wupp. So. Und wo, beziehungsweise wie? Können wir hier hochkommen? Da müssen wir hin. Ich nehme die Folge jetzt auf, wo ich die andere immer noch nicht online gestellt habe. Aber ich kann hier auch nicht. Er geht da nicht hoch. Macht er nicht. Macht er einfach nicht. Die olle Sau. Wobei das eigentlich dafür gedacht sein muss. 25.000, wir müssen zurück nach Monte di Gioni. Ich glaube, wir haben nur 26.000 in der Truhe. Halt mal kurz einen Rand. Wie oft ich den jetzt schon abgemurkst habe, will ich auch gar nicht wissen. Aber fünfmal reicht nicht. Na, wobei, könnte doch reichen. Dennoch. Das bringt mir auch nichts. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hier drüben war doch auch einer, der hat uns doch bestimmt... Ah ne, den haben wir ja schon umgelegt. Ne, haben wir nicht. Aber trotzdem, hier geht er einfach nicht hoch. Ich weiß aber nicht warum. Ja, komm, richtig ab da drüben. Alles halb so schlimm. Sorry, aber... Oder kommen wir da erst später so oder so hin? Mir ist da gerade was eingefallen. Weil hier, er geht hier einfach nicht hoch. Ich kann auch nicht hier hochlaufen oder irgendwas anderes machen. Nicht. Hier passiert auch gar nichts. Das, also, noch kommen wir hier nicht hoch. Das glaube ich tatsächlich. Ich denke, dass wir hier erst später hochkommen. Jetzt habe ich mich verschluckt beim Luftholen. Sehr schön. Ich kann, wie gesagt, hier hänge ich dran, aber er geht halt einfach nicht, den hoch. Er geht halt einfach nicht hoch. Macht er nicht, will er nicht, hat er keinen Bock. Er geht ja hier noch nicht mal da hoch. Huch, jetzt hier kann, okay, hier kann man auch nicht dazwischen stehen, offensichtlich. Gut, dann lassen wir diesen Aussichtspunkt erstmal außer Acht. Ich befürchte ja, dass wir dort gleich hinkommen, wenn wir die Hauptstory weitermachen. Und das werden wir jetzt tun. Nein, das werden wir nicht tun. Wir werden uns erst die Codex-Seite holen.
auf dem Weg vielleicht, wenn wir es schaffen, unsere Bekanntheit senken. Da unten steht einer rum. Ich würde gerne einfach mal irgendwo safe runter. Wupp dich. So, attenzione, por favor. Da stehen Wachen. Sehen die uns? Ne, schwupp. So. Prima. Dann die Codex-Seite. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Ich bin überhaupt gar nicht schüchtern. Labbe nicht, ey. Oh, Bade, geh weg. Oh, Entschuldigung. Ich wollte doch... Ich wollte nicht die Kleider färben. Ich wollte zu einem Kunsthändler. Und dafür arbeite ich den ganzen Tag. Ich glaub's ja nicht. Da sind Kollegen. Die heuern wir jetzt an. Hup dich. Barde, du bist schon weg. Sehr gut. Und dann kämpft ihr mal mit den Wachen. Ein fairer Preis, oder? Und ich gehe da rein. La 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 la. Codex-Seite erhalten. So, und jetzt können wir wohl zu Leonardo. Noch kurz den Bart kratzen. Ich sollte ihn öfter waschen. Nein, Spaß. Ja, kloppt ihr euch schön mit den Wachen. Ich habe euch Geld gegeben, deswegen lasse ich euch jetzt alleine. Ich bin doch ein kleines Aas. Da ist ein Metzger, hätte ich fast gesagt, ein Schmied. Da drüben rennt der Typ rum. Kann ich eigentlich? Ah, sehr schön. Oh, guck mal. Guck mal! Ach genau, deshalb wollte ich zum Kunsthändler. Haha, wegen der Schatzkarten. Leider habe ich hier jetzt noch keinen Kunsthändler gesehen. Ich muss auch zugeben, dass ich noch nicht verstärkt darauf geachtet habe. Ja, hervorragend. Ich wollte eigentlich auf den Poller hier springen. Ich finde es hier unglaublich schwierig, in Venedig einen Weg zu finden, ohne dass man mal irgendwo ins Wasser plumpst. So, Leonardo, dann wollen wir mal. Messer Da Vinci. Ja? Ich habe kein Messer. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise teilnehmen. Okay. Ah, Venezia. Welcher Androide ist so schön, so stabil, so perfekt. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Sagt ihr uns jetzt auch irgendwas Wichtiges? Unser erster Halt, Wichtiges? Die Rialto-Brücke. Die gibt's heute Seht, noch. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Glyphe? Lasst uns weitergehen. Oder Assassinengrab? Ich glaube Glyphe. Assassinengrab würde uns angezeigt werden. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Ich habe übrigens mal nachgeschaut zum Thema Glyphen. Ich glaube, es gibt noch ein Bilderrätsel, wo ich versagen könnte. Und ansonsten... Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Nicht mehr. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt...
Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht. Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Wieso? Ich könnte ihm einfach die Klinge in den Hals jagen. Und den anderen drei Bastarden auch. Gut, also irgendwas stimmt hier offensichtlich nicht. Die Wachen schikanieren offenbar harmlose Händler. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Der hat uns bestohlen. Checkpoint erreicht. Oh, ich hätte das Leonardo jetzt gekauft. Oder haben wir das Leonardo gekauft? Ich weiß nicht. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Ah. Aber es gab Widerstand. Daher wieder Wind. Gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Okay, da werden wir einschreiten müssen. Das sehe ich doch schon. Er hat aber auch einen ganz schönen Schritt drauf hier, der gute Alvise. Leonardos Werkstatt in Venedig. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser da Vinci. Sieht vom Eingang her genauso aus wie in Florenz. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Nö. Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Ich will mal gucken. Oh, zu spät reagiert. Sorry. Also manchmal... Hab gerade überlegt, was ich als nächstes mache. Ich werde jetzt erstmal zu Leonardo gehen. Wir haben ein paar Codex-Seiten. Und wir werden einfach mal reingehen. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha! Du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Wenn man dieses Wort umstellt und diese Zeile nach links bewegt, ist es entschlüsselt. Ich fand diesen tollen Ort, den du entdecken kannst. Dort kannst du üben. Santa Maria dei Frari ist auf der Karte markiert. 6 Codex-Seiten entschlüsselt, 2 Gesundheitsquadrate gewonnen. Das ist gut. So, wir müssen zu... oder wollen zu... Emilio, um eine Audienz zu bekommen. Wir haben die Auftragsattentate freigeschaltet, aber auf die pfeife ich erstmal. Da ist noch eine Codex-Seite. Hier gibt es aber keine Kunsthändler. Hier gibt es nur Schneider, Schmiede und Ärzte. Das heißt, da ist ein Kunsthändler. Ah, doch. Okay. Was machen wir denn jetzt? Dieser Aussichtspunkt, der lässt mir sowas von überhaupt keine Ruhe. Aber den... Ich werde es schaffen, ihn zu ignorieren. Vorerst.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge doch direkt mal zu Emilio. Oder erstmal zur Codex-Seite. Erstmal in der nächsten Folge zur Codex-Seite. So ist der Plan. Da müssen wir hier einfach nur geradeaus. Bestimmt. Wobei laut Karte könnten wir hier tatsächlich immer geradeaus und müssten nicht durchs Wasser. Das würde ja gar nicht gehen. Hier lang und dann immer geradeaus. Da bin ich mal gespannt. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und dann, was mir gerade noch einfällt, was ich auch machen möchte, da möchte ich erstmal zur Rialto-Brücke und dort nach der Glyphe suchen. Und dann werden wir uns um die Audienz bei Emilio kümmern. Aber für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.